Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und es geht mal wieder um ein Roblox-Update. Ja, wie gesagt, eigentlich ist ich glaube, dieser Kanal wird bald echt ein Roblox-Kanal. Lol. Nein, keine Sorge, es ist nur zur Zeit. Aber auf jeden Fall egal. Es gibt nämlich ein neues Server-Update. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gezeigt habe. Egal, auf jeden Fall. Für die, die es nicht wissen. Ich baue nämlich LA, also Los Angeles, in Roblox nach. Der Punkt ist allerdings, das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich baue halt die gesamte, also ich habe vor, die gesamte, eigentlich dieses ganze, die ganze Region zu bauen. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, bin ich ganz ehrlich, weil allein so eine große Stadt. Ich habe 2017 angefangen und es ist jetzt 2023 und ich bin immer noch nicht und ich bin kaum weiter. Vielleicht ein bisschen. Egal, ich möchte mich, was ich halt sagen muss, ist, dass ich den Server, also das Game in Zukunft nämlich durch Puzzlestücke bauen werde. Das heißt mal hier und dann und so weiter. Jetzt möchte ich euch zum Beispiel zeigen, was ich in Compton gebaut habe. Das ist so, ich muss ich nicht sagen, was Compton ist, ne? Das ist ja das berühmteste Ghetto überall. Nur ich habe halt nicht irgendwie direkt im Ghetto angefangen, sondern so ein bisschen außerhalb. Ja. Und zwar, zeige ich es auch schon mal ganz genau, und zwar hier bei diesem Donut-Laden. Ihr kennt ja bestimmt alle Randy's Donuts, haben bestimmt schon mal viele gehört. Das Ding ist, es gibt mehrere solcher Läden. Es gibt Randy's Donuts, Dale's Donuts, Kindle's Donuts und Donut King 2. Also diese Dinger dort, diese riesen Donut-Läden. Und ich habe halt ein 3D-Modell. Ja, ich mache das mit 3D-Modellen, weil ich das besser finde. Bin ich ganz ehrlich, auch viele andere Dinge habe ich mit 3D-Modellen mittlerweile gebaut, weil ich einfach so schneller bin. Ja, klar, ich muss es nur nehmen, mir ein NPC daneben stellen und dann einfach vergrößern und zack. So muss ich nicht die ganze Zeit erstmal alles Stück für Stück bauen. Ich habe diese Zeit nicht. Nee. Ich würde es machen, wenn ich 300, 400 Jahre alt werden könnte oder so. Oder wenn eine, oder vielleicht wenn eine KI das machen könnte oder so. Aber ich baue das halt alles an sich alleine. Da nehme ich halt lieber 3D-Modelle, die helfen mir dann. Klar, viel ist hier noch nicht zu sehen. Leider muss ich außenrum liegende Gebäude, die ja nicht hier hinkommen, oder auch hier, die muss ich leider bauen. Okay, es sei denn, irgendwie ich krieg's hin, dass ich 3D-Modelle von Google Maps irgendwie so nehmen kann. Dann wird's schnell gehen. Dann wäre der Server tatsächlich innerhalb von vielleicht ein oder 2 Jahren vielleicht auch fertig. Na gut, vielleicht nicht der Server, aber zumindest die Stadt. Okay. Trotzdem die Map an sich habe ich mit Google Maps gebaut. Also solche hier, die Straßengröße und so, alles durch Google Maps. Auch hier die Straße, alles Google Maps. Die Ampel ist aus der Toolbox, aber ich habe hier ein bisschen Sachen hinzugefügt, das Schild und so weiter. Die Hochspannungsleitung habe ich selber gebaut. Außer das hier. Das habe ich von einem anderen Modell. Aber ich sehe gerade, es steht nicht richtig. Jetzt. Jetzt steht's richtig. Polizeiautos müssen natürlich auch immer sein. Und mal hier so ein kleines Easter Egg, was es halt nicht in echt gibt, aber so ein kleines Easter Egg hier, so ein GTA Easter Egg. Various Lost Aztecas. Und sogar hier eine Gang. 3D-Modell.